Voll gut. Herzlich willkommen live bei House of Choice im Home Run. Wir haben das Studio vollgepackt mit Ballon und das nicht ohne Grund. Es gibt etwas zum Feiern. Wir haben Gäste da, die sich gewaschen haben, nämlich einerseits Maria Mena aus Norwegen. Sie ist mein Homegirl, sie ist schon mal da gewesen. Sie ist am Start mit ihrem mittlerweile sechsten Studioalbum Weapon in Mind. Und das wollen wir gehörig feiern. Wir werden Konzerttickets verlosen mit Ballon. Und das Tromé ist noch da. Ihr kennt den von A la Randance. Desi macht mit. Weiter, ja. Also zwei Superstars haben wir hier bei uns. Und wir freuen uns. Und ich freue mich, sehe ich euch wieder mal nach zwei Wochen Ferien. Ich habe euch vermisst. Stimmt. Totally honest. Stimmt, Mike? Time to work, Mike. Du bist schon gar nicht da gewesen. Stimmt. Ja, ich habe dich vermisst. So schau mal da. Und Steffi hat dich auch vermisst. Alle sind da. Nicole sagt, nein, er hat den Tag geschnitten. Ich finde es einfach besser so. Findest du besser ja, so? Ja, endlich. Weißt, also vorhin hast du so recht. Meine Produzentinnen haben gesagt, so, es sind wirklich. Also, die eine ist zum Dario gegangen und hat mir gesagt, so, hey, wenn du schneidest, eigentlich am Mike Haar. Und ich habe es irgendwann so mitbekommen. Ich dachte so, ja, aber hey, so schlimm war es also nicht. Ja, offenbar haben das mega viel mega schlimm gefunden. Anyway, ich habe die Haare nicht für irgendjemanden bestimmt abgeschnitten. Ich habe es für mich gemacht. Ich war in Los Angeles 10 Tage und irgendwie am zweiten Morgen jetlagged irgendwie so. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe einen Rasierapparat gefunden. Hast du Britney Spears gemacht? Ja, der Britney Spears oder der Jessie J oder der Welle auch immer. Es fühlt sich jedenfalls geil an. Und wenn ihr wieder sportlich unterwegs sind, so wie ich wieder seit 2 Monaten, dann ist das echt ein geiles Gefühl. Ich sage es euch wirklich, also nicht die Frauen, lasst eure Haare dran, so, aber Männer, das ist wirklich noch geil, so als kleiner Tipp. Also du kannst deine Haare anstellen. Ja, werde ich auch nicht machen, die bleiben. Ich könnte etwas gewinnen, nicht meine Haare. Ich habe auch schon mal ein Büschel Haar verlost, von der Cool Savage stimmt. Nein, ich könnte einerseits Konzerttickets gewinnen. Die Maria Mena kommt nämlich am 1. Februar ins Volkshaus in Zürich 2014, im nächsten Jahr. Wir denken voraus, ich könnte schon jetzt einmal 2 Tickets gewinnen. Wie? Das verraten wir am Schluss von der Sendung. Es hat etwas mit Ballon zu tun. Und dann könnt ihr rein skypen, wenn ihr das neue Album Racine Carrée, das zweite Studioalbum vom Strome, wollt abstauben. Choice.tv. Ich habe das Zeug lange nicht gesagt. Skype. Choice.tv. Choice.tv heisst wir. Dünn den Kopfhörer montieren, dass es nicht so das komische, das nervige Echo-Zeug gibt und so. Schaut, dass ihr Skype runtergeladen habt, sonst ist es relativ schwierig, uns anzuskypen. Und dann dünn ihr uns anskypen. Choice.tv. Ihr gewinnt das automatisch, wenn ihr mit eurem Gesicht, eurem herzigen, wunderschönen Gesicht da unten landet. Also, ihr verliert sicher nichts. Wichtige Messages von der On-Air-Seite, bevor wir mit einer exklusiven Performance von der Maria Mena starten, aber nicht weiter sagen. Ja, wir sind jetzt halt noch über deine Haare diskutieren. Also sie freut sich auf jeden Fall auf unsere Gäste. Aber du, sorry, ich sage dir, hast du einen kleinen Haftbefehl für die Frisur. Was hat einen Haftbefehl für die Frisur? Das ist einfach wirklich einfach, den Rasierer auf 1 mm einstellen und so machen. Aber es ist einfach ziemlich ausgeglichen. Steffi hat es länger besser gefunden, Karin findet kurz besser. Schön, haben ihr alle Meinung und so. Das ist wichtig. Meine Haare ist das wie so egal momentan. Es fühlt sich wirklich gut an. Ja, und andere Sachen aus meinen Haaren. Ich meine, schau, ich habe einen herzigen Ballon da. Er ist gelb, wir haben ja, easy viele Ballons da. Warum haben wir da so viele Ballons da? Maria Mena ist da. Ja. Wir wollen ja ihr neues Album anschauen. Schaut jetzt mal da. Weapon in Mind, hinten drauf, fette Ballon. Auf I Always Like That, ihre neue Single, hat übrigens auch Ballon. Es hat im Videoclip zu Fuck You hat es Ballon. Es ist alles Ballon! Wir werden sie fragen, wieso sie so gerne Ballon hat, dann später. Und bevor wir sie fragen und mit ihr reden, wollen wir sie zuerst einmal ein bisschen spüren. Da ist sie nämlich, Maria Mena, mit ihren 2 Musikern. Please, take it away! Should make me admit I'm broken, shouldn't it? After all that I've preached, I still cannot accept that I'm not a fit. And once let off course, the snowball, snowballing down my spine draws a perfectly imperfect line. Is it just the weight? 'Cause the weight is what weighs me down again. Or is that the scapegoat? I'd go to war. Weapon in mind is
be somebody else. And I always like that about me, that I know I am fighting for and for. This I go to war. Weapon in mind is my mind, skin swaddled round me. So what if I've always been good enough in my skin, good enough in my skin? Yeah, what if I've always been good enough in my skin, good enough in my skin? And I always like that about me, that I know what I am fighting for and for. This I'd go to war. Weapon in mind is my mind, skin swaddled round me. Only body part that should matter, my heart. And I always like that about me, that I know I am fighting for and for. This I'd go to war. Weapon in mind is my mind, skin swaddled round me. Only body part that should matter, my heart. I always liked that for the Maria Mena. Now, Maria Mena, I have to tell you, I always like the fact about you that this girl can sing, definitely. Thank you. I love to have you here once Thank again. You. Of course, you're a bit tired, and I want to give you and Markus and Björna, hope I'm saying it right, the opportunity to chill back for another 5 minutes. All right. Okay? Yeah. We're going to see you afterwards? Absolutely. Okay, good. Applaus für Maria Mena. Wow, for die Singer. Wow. Eine riesen Freude, dir da zu haben.